Oh ja. Ups. Hier geht's definitiv ganz schön zur Sache. Muss nur gerade ein bisschen leiser machen. Anscheinend bekämpft sich da auch ziemlich übel was. Und wir haben wieder ein Secret in der Nähe. Ei, da geht's los so. Die Verteidigungsanlagen von Dr. Crays Labor sind anscheinend sehr aktiv. Ups, ich will nicht schlagen. Oh ja, und der lustige Soundbug macht sich auch ganz schön bemerkbar. Wir sollten tun, was er sagt, aber vorerst sollten wir uns hier mal ein bisschen besser umgucken. Da hier, wie gesagt, noch irgendwo ein Secret rumliegt. Hier irgendwie nicht. In Dr. Crays Büro scheint auch nichts zu sein. Wir entfernen uns davon. Ah, Moment, ich glaube, ich weiß wo. Ich glaube, da kommt man so nicht hoch. Da liegt's doch. Zack. So, unser Secret gefunden und weiter geht's zu Dr. Cray in den ja, Monster Safe. Wir müssen sie umgehend dekontaminieren. Victor 5 bereitet den Extraktionsschacht vor. Die Mutation der Probanden ist schon zu weit fortgeschritten. Victor 5, lass den Quatsch und bereite den Schacht vor. Mach schon! Natürlich, ja. Extraktionsschacht. Sofort. Merkwürdig, die zwei. Jeder Fehler führt zum Erfolg. Ich bin zuversichtlich, dass ihr neuer Zustand die Geschichte verändern wird. Verstärkung. Ei, Karamba. Ja, wir sollen sie auf jeden Fall aufhalten. Diese Typen verursachen definitiv diesen lustigen Bug. Anders kann ich es mir nicht erklären. Yay! Yeah. Und wenn ich die angucke, ist es da. Wenn ich weggucke, ist es weg. Weiß nicht, ich glaube, ich sollte das Let's Play einfach abbrechen an der Stelle. Hä? Ach, da drüben. Das war der letzte von Ihnen. Oh Mann.
dann... Ihr Freund die Dosierung? Sehr, sehr riskant. Tu, was ich dir sage, Victor 5. Ich entscheide, welche Risiken wir eingehen. Der Doktor trifft die Entscheidung. Muss tun, was er sagt. Ah ja, da sind sie ja. Bitte begeben Sie sich zu dem Biolabor. Gut, das wollen wir dann wohl mal machen. Und wir müssen hier den Aufzug hinauf. Ah, vorerst machen wir mal einen kleinen Abstecher, um unser Secret noch einzusammeln. Und uns wird auch gleich das nächste angezeigt. Und da haben wir es auch gleich schon. Und sogar eine Gravitationsgranate oder irgendwie sowas der Art. Die nehmen wir natürlich mit. Das ist interessant. Der Bildschirm ist halt irgendwie aus, kaputt, wie auch immer. Und der tippt fleißig drauf rum. Genauso wie der Typ hier auch. Also ich würde bei dem Ameisengewusel nichts oder Schneegestöbern nichts mehr sehen. Oder könnte mich nicht konzentrieren. Sie wachen auf. Jemand muss etwas unternehmen. Nicht sicher. Sie sollten da nicht reingehen. Was hat der Doktor gesagt? Sie sind sein Freund. Sie müssen gescannt werden. Der Doktor will, dass sie gescannt werden. Sie müssen gehen. Oh Mann. Tut mir so unendlich leid für dieses... für diesen Fehler. Victor 5, was machst du denn? Wir haben keine Zeit für Scherze. Öffne das Labor. Mr. Cole wird dir helfen. Labor öffnen? Ja. Der Gast. Oh wei. Oh. Ach, die verfluchte Tür zu. Hallo. Hallo. Oh. Das ist nur so ein scheiß Vorhang. Mach die Tür zu. So. Der Typ ist irgendwie nicht ganz rund, würde ich sagen. Aber um diese Tür, diesen Tresor aufzukriegen, habe ich irgendwie so das Gefühl, dass... ja, genau. Einer, der hier den Schlüssel haben sollte. Aber der Scanner. Sie müssen in den Scanner. Ja, mach mal hier keinen Stress, Kollege. Schön, Munition und eine Heal-Spritze, die wir aber irgendwie überhaupt nicht brauchen, weil wir schon full life sind. Und hier Maschinengewehr, das haben wir gebraucht.
Doktor wird sie heilen, aber der Scanner. Ja, tun wir das mal, bevor der hier noch irgendwie sich überschlägt. Eins, sie klemmt, zwei, Mark eins, next, fünf, interessant. Mutation hat sich Zellstruktur sehr elegant. Ihr Körper ist nun eine Mischung aus Mensch und Mutant. Ist das Edgars Ersatzplan? Komisch, hier geht's wieder. Vielleicht kann ich trotzdem in irgendeiner Art und Weise SFX lautstellen. Na, es geht anscheinend gar nichts hier. Komm, lass mich raus. Bring mir jetzt die Matrizenflüssigkeit. Ja, lass mich doch. Danke. Oh, der Typ verbreitet Lecks ohne Ende. Oh, endlich hat es aufgehört. Umgeben von einem Proteinmantel. Leider, aber glücklicherweise, konnte die Replikation schnell... Komm, mach auf. Das Hauptlabor, Dr. Cray. Wir müssen uns beeilen, sonst wird er wütend. Huch. Ja, und es geht weiter mit dem genervigen Rumgelegge und Zeug. Hier hinten gibt es anscheinend nichts, was man finden sollte, könnte, wie auch immer. Okay, Mister. Entschuldigen Sie meine Unbeweglichkeit, aber Sie müssen Ihre Matrizen... Wenn Sie damit fertig sind, kommen Sie zurück. So, hoffentlich hört das bald auf, das ganze Zeug hier. Ich glaube, die mögen uns nicht. Dr. Cray, Sie haben den Pakt gebrochen. Wir müssen uns beeilen. Sie sind wieder da. Sie müssen sich ergeben. Es gibt kein Entkommen, Dr. Cray. Ihre Sicherheitssysteme können Sie nicht mehr schützen. Sie sind schlauer, als ich dachte. Wir sollten uns beeilen. Gehen Sie in die Kammer. Na gut, tun wir mal. Computer, Dekontaminierungsprozess starten. Dekontaminierung läuft. Bioanalyse autorisieren. Es wird noch echt lustig bald hier. Dr. Winslow Cray, 440326. Nicht schon wieder. Dr. Cray, ich kann Ihnen keinen schnellen Tod versprechen. Die Aufmerksamkeit, die Sie mir entgegenbringen, ehrt mich, aber ich weiß, dass mein Leben vorbei ist. Warum so bescheid du, Doktorchen? Bescheiden? Ich
Strukturen, die sie verwischen können. Ich verstehe kein Wort, aber ich glaube, das ist eigentlich egal. Schließlich ist das ein Shooter und hier soll man eigentlich nur schießen. Na toll. Tja, so. Nu ist er im Arsch, der Kerl. Lass mich raus, ich will die fressen. Hey, alle tot. Inklusive Dr. Cray und was er für ein lustiges Gesicht macht. Naja, gut. Das hat sich dann ja wohl mit dem Kerl erstmal erledigt. Da kommen wir nicht raus. Also gehen wir halt einfach mal hier lang. Oh. Dr. Cray war nie perfekt, sondern bestenfalls fehlerhaft. Die menschliche Elite wird ihre Waffe haben. Du musst mich finden und alles ungeschehen machen. Bist du meine Zeit wert? Naja, noch einer, um den wir uns kümmern sollen. Aber vorerst gehen wir mal hier in den Fahrstuhl und beenden dieses grauenvolle Soundbug-Szenario.